Geschätzte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen hier heute zur eidgenössischen Volksabstimmung zum Thema «Ja zur Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen». Also ich bin glücklich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und schätze das auch sehr, dass das Interesse an dieser Abstimmungsvorlage so gross ist. Um was geht es eigentlich? Die Schweiz ist in einer Situation, wo doch wir immer zum richtigen Zeitpunkt, auch am richtigen Ort, den richtigen Schutz haben. Und dazu braucht es wirklich verschiedene Institutionen, die dort zusammenspielen, einerseits aber auch leisten, aber auch andererseits eben in ein Zusammenspiel miteinander hineingehen. Da haben wir auf der einen Seite die Polizei, wir haben die Feuerwehr, wir haben die Rettung, wir haben den Zivilschutz, aber selbstverständlich auch unsere Luftwaffe. Unsere Luftwaffen, unsere Kampfflugzeuge sind ins Alter gekommen. Normalerweise würde man sagen, wenn man einen Krankenwagen, der ersetzt werden muss, ja, ist selbstverständlich und es ist sonnenklar, dass wir den Krankenwagen ersetzen müssen, so schnellst möglich wieder auf den neuesten Stand bringen. Bei der Luftwaffe sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir einen Gegenpol, der sich formiert hat, um zu sagen, nein, wir brauchen eigentlich die Kampfflugzeuge nicht. Aber es ist wirklich so, was macht eigentlich die Luftwaffe aus? Sie überwacht, schützt und verteidigt unser Land. Die Vorlage sagt, dass wir im 2030 neue Kampfflugzeuge bis dahin angeschafft haben, weil das ist unsere Zukunft von der Sicherheit in der Luft, um auch gegen Bedrohungen gewappnet zu sein. 6 Milliarden Franken in der Politik budgetiert, Maximum 6 Milliarden Franken. Davon müssen aber 60% vom Kaufpreis wieder reinvestiert werden in unser Land, und zwar wirklich auch aufgeteilt in die verschiedenen Unternehmen, in den verschiedenen Spruchregionen. So sieht es aus. Weißt, das sind unsere Kampfflugzeuge, die uns beschützen. Die schauen in der Luft oben, dass uns niemand etwas Böses tun kann. Dass wir im Garten sein und die Sonne geniessen und einfach sein ohne Angst haben. Ah, sie beschützen uns. Können wir froh sein, gell? Gibt es Leute in unserem Land, wo es wichtig ist, dass uns allen nichts passiert? Ich bin auch Mutter. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir zusammen mit unseren Familien weiterhin in Sicherheit leben können, hier bei uns in der Schweiz. Und für das braucht es wie eine Polizei am Boden auch eine Polizei in der Luft. Und ja, das kostet uns etwas. Aber das ist Geld, das allein aus dem Armeebudget kommt und nicht in anderen Bereichen fehlt. Und darum stimme ich am 27. September mit Überzeugung Ja zur Sicherheit. Von der militärischen Seite. Wahrscheinlich gibt es unter Ihnen da Leute, die auch sehr lange Militärdienst geleistet haben. Ich steige ein mit einer Bedrohung. Weil Bedrohung ist die Grundlage, die die Armee macht, wo sie ihre Risikoanalyse macht, wo müssen wir uns schützen, wo können wir bewusst Lücken eingehen. Und in den letzten paar Tag hört man ja von den Gegnern von dieser Vorlage immer, ja, wo ist die Bedrohung? Für was brauchen wir die Flüger überhaupt? Und wenn man den sicherheitspolitischen Bericht anschaut, aber auch wenn man den Lagebericht vom Nachrichtendienst vom Bund, der ist zwar vom Jahr 2019, aber immer noch aktuell, wenn man die konsultiert, sieht man, Bedrohungen gibt es. Da oben, immerhin auf dem Radar, ist auch die Gefahr von einem konventionellen Krieg in Europa. Und ich glaube, ich muss Ihnen da nicht
klären, wie die Situation in der Peripherie bei gewissen Ländern in Europa aussieht. Aber um was geht es eigentlich bei dieser ganzen Abstimmung? Jetzt reden wir um die Finanzierung von einem neuen Kampfflugzeug. Aber dahinter steht noch viel mehr. Wir müssen einerseits wieder die Fähigkeiten haben, in höhere Weite vom Boden aus zu schiessen, uns auch vom Boden aus zu verteidigen. Weiter müssen wir das ganze Radarsystem ersetzen, erneuern und die ganze Führung und Kommunikation, Infrastruktur. Sie sehen nur aufgrund von dieser Darstellung, dass die Luftwaffe extrem komplex ist. Und man kann sie nicht nur um die Flüger dimensionieren. Also es ist ein komplexes Umfeld, wo es auch extrem viele Experten braucht, um das Wissen zu analysieren, um die Sachen zu machen. Zum Luftraum. Einfach kurz noch zu sagen, in der Schweiz haben wir vor allem den Bereich, der beflügbar ist, also das Mittelland und Nord-Süd-Achse. Und wenn man dann noch den Maßstab drüber setzt, sind wir Nord-Süd etwa bei 220 km und Ost-West etwa 340, 50. Es ist nicht gross. Und Gegner sagen ja dann immer, man kann es mit einem leichten Kampfflugzeug den Luftpolizeidienst machen. Aber wenn man das Bild anschaut, dann muss man sagen, nein, es braucht wirklich schnelle Flugzeuge, schnelle Jets, die eben eine Gefahr in unserem Luftraum abwenden können. Man darf auch die wirtschaftliche Dimension nicht vernachlässigen. Wir haben doch, natürlich halt noch vor Corona, aber wir haben jährlich über 1 Million zivile Bewegungen. Und wie es auch auf der Straße ist, muss das irgendjemand lenken, muss das irgendjemand überwachen. Was sind die Aufgaben der Armee? Und ich möchte Ihnen einfach, Sie können es lesen, aber was ist denn die Aufgabe dazu von der Luftwaffe? Wir haben einerseits Verteidigung. Die Luftwaffe muss dann den Schutz der Bevölkerung sicherstellen, Verbände am Boden unterstützen und den Schutz von kritischen Infrastrukturen gewährleisten. Sie tut die Armee, also auch Bodentruppen, mit dem Erdkampf unterstützen und Luftaufklärung betreiben. Ebenfalls ist sie zuständig für den Lufttransport. Die Wahrung der Lufthoheit. Dort hat die Luftwaffe die Aufgabe, zu erstellen von einem Luftlagebild, dann der Luftpolizeidienst, von dem hört man immer wieder, das heisst die permanente Überwachung vom Luftraum, die Identifizierung von Luftfahrzeugen und, wenn etwas passiert, Intervention. Dann der verstärkte Luftpolizeidienst bei Anlässen wie beim BEF und die Wahrung von der Luftpolizei im Fall von einer Spannung, ich komme später noch darauf zurück. Dann die Unterstützung der zivilen Behörden, Such und Rettung. Man hört immer wieder, dass irgendein Alpinist vermisst worden ist und man den dann hat können suchen und auch finden. Nachrichtenbeschaffung in der Luft. Dann aber auch Unterstützung bei Naturkatastrophen, Evakuierungen, Löscheinsätze, Transport von Personen und Material und, was auch in letzter Zeit wieder stattgefunden hat, Vermessung für Swiss-Topo. Auch hat die Luftwaffe eine Aufgabe bei der militärischen Friedensförderung. Und zwar tut sie dort zugunsten von humanitären Einsatz Transportleistungen erbringen. Also der Fächer der Aufgaben ist sehr breit. Ich wollte einfach noch kurz darauf eingehen. Wir reden immer von dieser verschiedenen Lage. Die Berichte sind alle gut beschrieben. Ich kann es Ihnen vielleicht noch zeigen. Luftverteidigung steht alles drin. Sehr detailliert und anschaulich beschrieben. In der normalen Lage, wie gesagt, hat die Luftwaffe den Luftpolizeidienst. Man
kontrolliert ein Flugzeug. Man tut das allenfalls zum Landen zwingen oder wieder aus unserem Luftraum rausbegleiten. Oder man nimmt einfach nur Nummern auf. Man steigt auf und geht anschauen, was es für eine Nummer hat und meldet das dann weiter. Wenn ich jetzt immer die Gegner höre, hat man das Gefühl, es ging nur um die da oben. Aber wie gesagt, unser System ist viel komplexer. Es hat, klar sind die Flüger die wichtigsten, aber da unten nachher passiert eben auch ganz viel. Wir brauchen das Lagebild, wir brauchen die ganze Infrastruktur für den Flugbetrieb sicherzustellen. Wir haben bei Spannungen, wo da dargestellt ist, mit Rot, das heisst, es ist nicht gut, wenn die in unseren Luftraum reinkommen, dann sagt der Bundesrat oder auch bei einem WEF zum Beispiel, dass der Luftraum über die und die Gebiete gesperrt wird. Und das kann man ja vom Boden aus nicht kontrollieren und nicht durchsetzen. Also ist wichtig, dass innerhalb kürzester Zeit entsprechende Mittel dort sind, um die Flüger oder die Objekte dann können wieder aus dem gesperrten Luftraum rausspedieren, sage ich jetzt mal. Das ist nicht einfach eine Situation, die nie vorkommt. Ich war selber ein paar Jahre am WEF und es ist immer wieder vorgekommen, dass in der Regel sind es dann Sportflüger gewesen, also nicht Leute mit einer bösen Absicht, aber sie sind in den gesperrten Luftraum hineingeflogen und das hat natürlich zu gewissen hektischen Situationen geführt und die hat man dann schnell wieder müssen dort raus begleiten. Man hat immer auch von der Durchhaltefähigkeit. Und jetzt, in so einem Fall, muss die Luftwaffe Wochen bis Monate durchhalten können. Und dann ist klar, was wir alle nicht hoffen, der bewaffnete Konflikt, wo dann nochmal mehr Flüger in der Luft brauchen, aber durch das natürlich auch mehr Unterstützung vom Boden her gebraucht wird. Aber kurz zu dieser Durchhaltefähigkeit, wo man sagt, sind es jetzt 2 Wochen, sind es jetzt 4 Wochen. Aus militärischer Sicht ist es eigentlich nicht wichtig, ob es jetzt 2 oder 4 Wochen ist. Wichtig ist, dass man zum richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln die Gefahren kann abwenden kann. Ja, das ist kurz zusammengefasst über die militärische Wichtigkeit der Flüger. Ich kann da nicht in alles Detail hineingehen, weil das Thema Luftwaffe ist wirklich komplex. Und jetzt ist die Frage, weil unsere Flüger die sind veraltet, das wissen wir, die müssen ersetzt werden. Wir brauchen die Fähigkeit weiterhin. Wir haben einen Auftrag von der Verfassung. Der Herr Oberst Merz hat es ja gut gesagt, wie will man auf den Mond fliegen ohne Raketen. Ein bisschen ähnlich ist es jetzt in dieser Abstimmung, wie wenn wir den Auftrag, den wir haben, von der Verfassung erfüllen, wenn wir keine Mittel mehr haben. Und darum ist jetzt die Frage und gesucht das Beste für die Schweiz geeignete Kampfflugzeug. Und in dem Sinn geht es jetzt zurück an die Politik, wie das Ganze aufgeleistet wird und wie wir jetzt ja, bis zum heutigen Tag da stehen. Und ich darf unserer Nationalrätin Susanne Vincent übergeben. Guten Abend miteinander. Ja, Elisabeth Stadelmann hat den Bogen geschlagen zu der Politik. Und wir als Politikerinnen und Politiker, wir haben uns an den gesetzlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich zu orientieren. Und da ist es als oberste Vorgabe Bundesverfassung. Auch das ist schon genannt worden, das ist der Artikel 58 von der Bundesverfassung, der den Auftrag gibt, unser Land zu verteidigen. Und zwar, der Auftrag wird der Armee übergeben und da heisst es so schön, sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Also sehr eine hehre Aufgabe und für das braucht es natürlich Instrumente, braucht es Mittel, aber es ist ganz klar, es ist ein Auftrag, wo wir haben. Den Verteidigungsauftrag zu erfüllen, das ist eigentlich grundsätzlich ziemlich unbestritten vielfach. Also ich glaube, niemand würde wirklich sagen, ja nein, wir lassen es einfach einmal auf uns zukommen.
Aber der Weg, wo man geht, da ist abendfüllend, wenn man sich da drüber auslassen kann. Was ich aber auch sagen darf, wenn wir auch zurückschauen, wir haben immer wieder sicherheitspolitische Abstimmungen gehabt. Und in unserer Demokratie, unserer direkten Demokratie, ist es immer das Volk, das am Schluss Ja oder Nein sagt dazu. Und da dürfen wir feststellen, die sicherheitspolitischen Abstimmungen, die sind in der Regel sind die gewonnen worden. Mit einer grossen Ausnahme, auch das hat Elisabeth schon erwähnt, das war die Grippenabstimmung im 2014, wo es auch um Kampfflüge gegangen ist. Aber dort war es wirklich gerade ein bestimmter Typ, den man hätte anschaffen wollen. Die Politik hat gelernt aus einer Niederlage. Man hat die Vorlage jetzt ganz anders aufgebaut. Dort hat man viel mehr auch reingepackt. Hat eben auch direkt schon sich auf einen bestimmten Typ von Flüger schon vorgängig festgelegt. Und dass das nicht funktioniert hat, daraus hat man gelernt. Man hat es jetzt auseinandergenommen. Es geht jetzt um einen Grundsatzentscheid, dass man die Luftwaffe erneuern will. Aber wir dürfen nicht über einen bestimmten Typ abstimmen am 27. September, sondern wir dürfen darüber abstimmen, über einen Rahmen, wo nachher dann auch über gewisse Prozesse dann sollte am Schluss der richtige Flüger in der richtigen Anzahl dann beschafft werden. Im Übrigen kann man es natürlich, wenn man sicherheitspolitisch anschaut, auch noch mal einen grösseren Rahmen stellen. Dass man jetzt sich einsetzen kann gegen die Beschaffung von neuen Kampfflügern. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber, was man natürlich auch sehen muss, es kann auch ganz fundamentale Gründe haben, dass man sich dagegen einsetzt. Wenn man nämlich gar keine Armee will. Also, es ist eigentlich einfach darum geht, dass man, wenn ich jetzt an XOA denke, dass man grundsätzlich eben der Armee keine Mittel will zur Verfügung geben. Und da wäre es mir manchmal lieber, man würde das Kind gerade beim Namen nennen und nicht über irgendwelche Schi-Argumente sich jetzt gegen die Erneuerung der Flugwaffen wenden. Aber, ich habe es gesagt, die sicherheitspolitischen Abstimmungen sind in der Regel gewonnen worden. Und ich glaube, da dürfen wir sagen, das Schweizer Volk will eine funktionierende Armee. Das einmal als Grundsatz. In diesem Zusammenhang, wenn ich den Blick aufmache, geht es aber auch noch ein bisschen um Wirtschaftspolitik. Es geht nicht nur jetzt, nicht nur, ja, für den Schlusszeichen ist ein grosses Thema, die Sicherheit unseres Landes, aber es geht auch um Wirtschaftspolitik, weil die Sicherheit in einem Land ist ein Garant für Stabilität. Und das ist ganz entscheidend für einen guten Wirtschaftsstandort. Das ist auch Basis für eine gesellschaftliche und wirtschaftlich gesunde Entwicklung. Wir können so wie drei Säulen eigentlich nehmen, dass es interessant ist, auch das Geschäft in einem Land braucht es Rechtssicherheit. Ich glaube, das dürfen wir für uns wirklich beanspruchen, dass wir das haben in der Schweiz. Es braucht ein stabiles politisches System. Ich glaube, auch da dürfen wir sagen, check. Manchmal ist es ein bisschen träge. Das ist vielleicht auch der Preis eben von unserer direkten Demokratie. Und es braucht eben auch die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Dass wir eben auch die militärische Sicherheit bieten können. Und Elisabeth hat vor so gut aufgezeigt, da gehört eben neben der Armee am Boden, gehört eben auch der Schutzschild in der Luft. Das ist ein ganzer Verbund. Ich komme auf das dann nochmal zurück. Und nebenbei, wenn ich bei der Wirtschaftspolitik bin, dürfen wir auch sagen, so eine Erneuerung von einer Luftwaffe tut auch direkt und indirekt Arbeitsplätze schaffen, gibt Arbeit für Unternehmen und gibt auch eine Fortführung von technischem Know-how. Das ist natürlich nicht der primäre Zweck, wenn man Kampfflüger kauft, aber es ist, wie ich meine, ein schöner Nebeneffekt. Die Ausgangslage ist klar, wir haben 26 F-5 Tigers, die sind schon mehr als 40 Jahre im Dienst. Also ich bin ja überhaupt kein Technikprofi, aber da leuchtet an mir ein, also wenn ein Flüger schon mehr als 40 Jahre im Dienst ist,
ist er wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Und dann haben wir noch 30 FA-18 Hornets, die sind seit dem 97 sind die im Betrieb. Und darum, und da müssen wir uns als Politikerinnen und Politiker wirklich auch auf die Expertinnen und Experten verlassen, ist es klar, im 2030 muss ersetzt werden. Also wir haben jetzt einen Zeitraum von 10 Jahren, wo wir uns dieser Beschaffung widmen können. Alles, was darüber ausgeht, würde gefährlich werden, wäre teuer, weil man dann immer wieder muss, wahrscheinlich mit irgendwelchen Macken von diesen Flügern sich umschlagen, muss Ersatzteile können beschaffen und so weiter. Ist sehr aufwendig. Und aufgrund von dieser Situation hat das Parlament am 20. Dezember 2019, wo ich jetzt eben schon hat dürfen, mit abstimmen, den Planungsbeschluss gefasst. Der Planungsbeschluss, wir wollen die Luftwaffe erneuern, bis spätestens 2030. Und für das braucht es maximal 6 Milliarden Franken. Viel Geld, müssen wir uns ganz klar sein. Das ist grundsätzlich viel Geld. Ich komme auf das dann auch nochmal zurück. Was die Bedrohungslage anbelangt, da hat die Expertin aus der militärischen Seite Ihnen das aufzeigen können. Ich als militärische Laien würde es so zusammenfassen, es gibt Bedrohungen, die uns alle noch irgendwo bekannt sind, so die alten Bedrohungen, wie eben der bewaffnete Konflikt als wahrscheinlich Worst Case. Es gibt Spionage, es gibt Sabotage. Und jetzt sagen ja die Gegner vielfach, ach, ist doch alles alte Kaffee, heute ist es eben ein Virus, das uns lahmlegt. Heute ist es Cyberkriminalität, die wirklich ein Problem ist. Und dem wollt ihr begegnen mit einem Kampfflüger. Also, was soll denn da? Nun muss man sich einfach bewusst sein, ja, selbstverständlich gibt es neue Bedrohungen, selbstverständlich gibt es Cyberkriminalität. Aber das sind nicht Bedrohungen, die die Alten einfach ablösen, sondern sie ergänzen die Alten. Und wenn wir etwas wahrscheinlich gelernt haben aus Corona, dann ist es da, dass schnell etwas passieren kann, was wir uns nicht hätten vorstellen können. Nicht in den kühnsten Träumen. Und dann kommt noch mal etwas dazu. Das hat uns auch Corona gelernt. Wenn man einfach wartet, bis die Krise kommt und sagt, ja, wir reagieren dann, wenn es so weit ist, dann sind wir sehr fahrlässig. Nur das kleine Thema Masken jetzt bei Corona. Das war auf einmal ein Problem. Haben wir genug Masken und so weiter? Dort hätte man dann wenigstens noch können, irgendwo in einer nützlichen Frist die dann noch besorgen. Hätte vielleicht sogar können im Internet noch bestellen. Das können sie bei einem Flüger natürlich nicht. Also da braucht es einen zeitlichen Horizont, wo sie sich geben müssen, bis sie den dann wirklich bei sich haben. Und ich finde es eben auch falsch, wenn man die eine Bedrohung gegen die andere ausspielt. Eben, so sagt so quasi der Virus gegen den Luftkampf. Und die Luftwaffe ist ein Teil von einem sehr bewährten System. Sie haben am Boden die Armee, sie haben aber auch die Polizei, sie haben Ambulanz, sie haben die Feuerwehr, sie haben auch Zivilschutz. Und da gehört, auch als Teil dieser Kette, gehört eine funktionierende Luftwaffe dazu. Und wenn Sie einen Teil dieser Kette schwächen, das kennen Sie aus dem Leben, dann schwächen Sie die ganze Kette. Das ist völlig klar, wenn Sie das rausbrechen. Die Anforderungen, die so ein Flüger muss haben, das ist ja auch immer ein grosses Argument. Und jetzt komme ich eben auf die Kosten. 6 Milliarden ist viel, viel Geld. Und dann ist es relativ klar, dass das Argument kommt, ja, das könnte man doch günstiger machen. Jetzt sind aber, und auch da, wir müssen uns auf Expertinnen und Experten verlassen. Elisabeth hat es auch gesagt, beim Aufzeigen, in welchem Radius wir uns hier bewegen in der Schweiz. Die müssen schnell steigen können. Die müssen eine gewisse Geschwindigkeit können haben. Die müssen eine gewisse Radarfähigkeit haben. Die müssen allwettertaugliche Sensoren haben. Die müssen auch so eine Freund-Finderkennung und so weiter und so fort. Und das kann eben nicht jedes Flugzeug. Das sind eben typische Aspekte von einem Kampfflugzeug. Und da ist ein ganzes Paket an Anforderungen.
Und welcher Flüger das es dann schlussendlich ist, da wird evaluiert. Und die Evaluation, die hat schon angefangen. Die läuft jetzt. Aktuell sind 4 Typen in der Evaluation, im Rennen so quasi. Das ist Airbus von Eurofighter, da muss ich jetzt ein bisschen ablesen, weil die kann ich nicht auswendig. Das ist Boeing, das ist ein FA-18 Super Hornet. Das ist das so von Raffaele und Lockheed Martin. Die sind jetzt in der Evaluation. Aber eben, welcher das ist, über das müssen wir nicht abstimmen. Die Aufgabe, da hat Elisabeth Stadelmann schon gesagt, da kann ich überspringen. Sie hat auch ein Szenario gebracht vom Luftpolizeidienst, wo einen aufsteigt und quasi auf Augenhöhe mit dem, der sich da oben tummelt, geht schauen, ist das eben Freund oder Feind und, oder ist der in Not? Es kann ja auch sein, dass der in Not ist. Ja, es angetönt, es wird viel auch von Alternativen geredet. Wir haben eine bodengestützte Luftverteidigung, aber die können nur abschiessen. Die können eben genauso einen Dienst nicht leisten, um jemanden zu begleiten, um abzuklären, was macht der da, darf der da. Drohnen werden auch immer wieder genannt. Das ist auch etwas Modernes. Ja, Drohnen sind sehr nützlich. Also die können Aufklärung könnt ihr betreiben, die sind aber sicher, das ist einem glaube ich auch klar, nicht geeignet, um ein Flugzeug abwehren. Und gerade im Luftpolizeidienst ist es eben wichtig, dass sie wirklich Mann zu Mann oder Frau zu Mann, wie auch immer, auch den Sichtkontakt können haben. Und das kann eine Drohne nicht. Dann hat man viel auch gehört von Kampfhelikoptern. Dort ist eben das Thema von der mangelnden Geschwindigkeit. Also da haben sie keine Chance, je nachdem, wer da unseren Luftraum verletzt, dass sie dort in irgendeiner Form sie könnten dem nähern. Die können auch in der Regel viel zu wenig hoch fliegen. Und die leichten Kampfflugzeuge, die insbesondere aus der SP-Fraktion jetzt im Bundeshaus, dort ist Priska Seiler-Graf, Nationalratskollegin SP aus dem Kanton Zürich, die ist dort sehr engagiert, die ist sogar mit einer ganzen Delegation auf Italien so Flüge anschauen und hat gefunden, das sechs doch und die sind viel günstiger. Aber die sind einfach technisch nicht tauglich für das, wo wir sie müssten haben. Die haben nicht die Steigleistung, die haben nicht die Fähigkeit zur Überschallgeschwindigkeit und so weiter. Denn auch da finde ich, wir sind ja sparsame Schweizerinnen und Schweizer, braucht die, kann man nicht in der Occasion kaufen, gibt es nicht auf dem Markt. Und wenn, dann hätten wir auch wieder das Problem, dass die dann viel zu wenig lang uns wieder dienen würden. Weil, das ist auch noch wichtig, die Investitionen, die wir jetzt machen, da haben wir einen Horizont von etwa 30 Jahren. Also 30 Jahre sollte uns das dann wieder auf dem Stand der Technik klar und den nötigen Schutz geben. Und dann ganz etwas anderes von Alternativen. Internationale Zusammenarbeit. Also macht denn da in der heutigen Zeit noch Sinn, so ein kleines Land wie wir sind, eine eigene Luftwaffe? Bin ich die Letzte vom ORF gefragt worden. Also völlig überraschend. Ich war an einer ganz anderen Veranstaltung, es ging nämlich um Begrenzungsinitiative gegangen. Und die Interviewerin sagt, ach, wenn ich Sie schon hier habe, erzählen Sie mir doch mal von Ihren Abwehrjägern, von Ihren Flugzeugen. Ja, macht das Sinn? Weil vor 15 Jahren hat sie gewusst, habe ich offensichtlich Österreich einmal von der Schweiz Kampfflugzeug gemietet. Das könnte man doch jetzt wieder machen. So. Oder auch NATO-Verbund, oder? Also wir sind dort zwar nicht Mitglied, aber da müsste man doch zusammen schaffen. Ja, das tönt nicht einmal so ganz unvernünftig. Nur als souveräner Staat, wo wir sind, als neutrales Land, wenn es um die Landesverteidigung geht, sich in so einem Verbund zu begeben, da schaue ich als sehr riskant an. Und ich glaube, das ist unsere ureigenste Aufgabe, da selber, mit eigenen Mitteln, die wir auch selber kontrollieren, den Dienst zu machen. Das heisst nicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann, dass man Trainings miteinander machen kann oder auch Know-how austauschen kann. Das gerne nicht. Aber dass wir uns da in einem Verbund begeben würden, ich glaube, jetzt aus politischer Sicht würde das
sehr, sehr schwierig werden mit unserer Neutralität. Jetzt habe ich schon ein paar Mal von den Kosten geredet. 6 Milliarden Franken. Viel Geld, habe ich gesagt. Es ist auch so, dass man auch die bodengestützte Luftverteidigung muss erneuern, auf einen besseren Stand bringen. Da wird nochmal etwa mit 2 Milliarden veranschlagt. Ist jetzt aber eben nicht Teil von dieser Abstimmung. Aber müssen wir ja sehen, es ist ja ein ganzer Verbund von Massnahmen. Jetzt ist aber ganz wichtig zu wissen, und das habe ich auch versucht, in dem ganz kurzen Videoclip zu sagen, das ist nicht Geld, wo in irgendeiner Form in anderen Bereichen, wo man vielleicht für den Moment, je nach Situation sogar würde als wichtiger anschauen, Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, was auch immer, wo dort fehlen würde. Das ist Geld aus dem Armeebudget. Also wenn wir jetzt würden verzichten auf die Anschaffung, haben wir nicht die 6 Millionen, Milliarden, Entschuldigung, zur Verfügung, um es in einem anderen Bereich einzusetzen. Also das wäre ein absoluter Trugschluss. Es ist kein Geld aus anderen Bereichen und es ist eine Investition für einen Zeithorizont von 30 Jahren. Und um es noch ein bisschen in eine Relation zu setzen, weil es wirklich eine grosse Zahl ist, das ist weniger als 0,8% von unserem Bruttoinlandprodukt, wo das ausmacht. Es sind weniger als 7% der gesamten Bundesausgaben. Wir sind auch im internationalen Vergleich wesentlich bescheidener mit unseren Ausgaben im Armeebereich als andere. Also ich glaube, da dürfen wir mit gutem Gewissen trotz der höheren Kosten ganz klar Ja sagen. Dann um den Bogen noch mal schliessen, auch zu der Wirtschaft. Der wirtschaftliche Nutzen ist auch noch sehr direkt da. Und Jens Jäger hat es in seinen Einleitungsworten schon mal erwähnt. Du hast von Kompensationsgeschäft geredet. Das heisst ja so schön Offset. Habe ich das erste Mal gehört und dachte, Offset, aber hast du dann gelernt? Offset-Geschäft, das heisst, die Herstellerfirmen, von denen, die dann da zum Zug kommen, die müssen 60% vom Vertragswert kompensieren, wie es Jens richtig gesagt hat, durch Aufträge, die sie in der Schweiz vergeben. Und zwar, das war im Parlament eine grosse Diskussion. Nur schon eben die Zahl, die 60%. Das ist hin und her und hü und ho zwischen Ständerat und Nationalrat. Man hat gestritten. Wir haben zuerst einmal, ja, gegen 100% hätten wir wollen. Und die Linken haben gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Und das ist dann halt das Spiel der Demokratie. Da wird dann wirklich, das ist das sogenannte Differenzbereinigungsverfahren, am Schluss hat es sogar noch eine Einigungskonferenz gebraucht, bis man sich dann auf die 60% können einigen konnte. Weil, ich meine, dass das gut ist für uns, ist eigentlich schon klar, aber Offset tut halt auch den Preis ein bisschen auf. Darum muss man wirklich abwägen, wo ist denn wirklich der richtige Quotient. Und wir meinen, der sei bei diesen 60%. Und was wichtig ist, der Jens hat es gesagt, das ist auch jetzt in dieser Vorlage so drin, da muss wirklich regional, müssen alle Regionen müssen zum Zug kommen in der Schweiz. Weil es sind natürlich, ja, wer kann denn profitieren? Es sind Industrien, die im sicherheitsrelevanten Bereich tätig sind. Und nicht alle Regionen haben gleich stark von diesen Unternehmungen bei sich. Aber da muss man schauen, dass alle Regionen zum Zug kommen. Und auch wirtschaftlicher Nebeneffekt ist natürlich, dass die Schweizer Firmen können durch die Geschäfte ganz neue Märkte erschliessen können, die weit jetzt über die Flugzeugbeschaffung ausgeht, also wo man auch zukünftig profitieren kann. Ja, ich komme zu meinem Fazit, zu meinem ganz persönlichen Fazit und kann heute mit Überzeugung sagen, mein Fazit ist, wenn wir wirklich unseren Luftraum auch in Zukunft eigenständig verteidigen wollen, dann führt kein Weg an dieser Flugzeugbeschaffung vorbei. Wenn wir unsere Neutralität und unsere Souveränität hochhalten in Zukunft, dann müssen wir können uns selber verteidigen und dann müssen wir Ja sagen zu diesen neuen Kampfflugzeugen. Weil eigentlich ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber ein Nein ist irgendwo durchaus ein Nein zu der Armee. Weil wenn wir aus dem
Verbund aus dieser Kette ein Teil so schwächen, dann schwächen wir das Gesamtsystem. Und Sicherheit, habe ich gesagt, ist ein Standortfaktor, von dem profitieren wir alle. Und schlussendlich geht es wirklich um eine Grundsatzfrage. Wollen wir souverän bleiben in diesem Bereich oder nicht? Ich für mich habe die Antwort gegeben, ich will es und ich hoffe, Sie auch. Danke vielmals. Also, nochmal ganz herzlichen Dank, Major Elisabeth Stadelbaum-Meyer und unserer Nationalrätin Susanne Vinzenz-Stauffacher für die wunderbaren Einblicke, oder was sie uns geben können, eben direkt bezogen auf die Armee selber, aber auch aus der sicherheitspolitischen Sichtweise. Herzlichen Dank. Wir täten jetzt einsteigen in die Fragerunde, die Diskussionsrunde. Nützen Sie die Gelegenheit hier und löchern Sie unsere Nationalrätin auf der Seite, wenn Sie Fragen haben aus der sicherheitspolitischen Sichtweise oder aber direkt vielleicht Fragen an die Präsidentin der Offiziersgesellschaft im Kanton St. Gallen. Und wichtig ist einfach, der Ernst Glor hat das Mikrofon in der Hand. Tun Sie sich melden und er kommt mit dem Mikrofon, um die Fragen abzuholen. Und nennen Sie gerade vielleicht auch noch Ihren Namen, dann wissen wir das gerade auch noch. Und dann wäre, dass Sie vielleicht eine Frage oder ein Statement möchten richten. Hans-Mathis Melz. Geschätzte Damen und Herren, ich habe eine nicht grosse Frage. Ich habe einige Sachen vermisst. Du hast gesagt, die Wirtschaftlichkeit, eben, für mich ist das zu wenig übergekommen. Ich sage jetzt, das Return on Invest, also wir in 6 Milliarden hier ausgaben, wie viel kommt zurück? Das ist für mich irgendwo zu wenig übergekommen. Und dann das andere, was bei mir gefehlt hat, oder sonst habe ich nicht recht gelesen oder zugelassen, das ist auch möglich, ist auch der Nutzen von unserer Luftwaffe in Zivilflügereien oder in Privatflügereien generell. Also da ist bei mir jetzt einfach praktisch nichts angekommen. Und ich denke, da hätte man schon noch Potenzial haben, um noch Leute zu holen, die sicher ja stimmen. Danke vielmals. Ich tue gerne nochmal das aufnehmen mit diesen Gegengeschäften. Das sind die 6 Milliarden, die ausgegeben werden, maximal. Wir können noch nicht genau sagen, wie viel das es denn ist, weil eben der Flugzeugtyp noch nicht klar ist. Es ist auch noch nicht klar, wie viel Stück das es dann schlussendlich sein müssen. Aber von dem Betrag, der dann wirklich ausgegeben wird, muss 60% der, der jetzt Geschäft macht, der ausländische Hersteller, und das ist ganz sicher ein Ausländer, weil wir keine eigenen Flugzeughersteller haben, sonst wäre es vielleicht auch noch mal ein anderes Thema, muss er mit Geschäft, die er mit Schweizer Unternehmen macht, also er bietet Aufträge den Schweizer Unternehmen, die in dem sicherheitsrelevanten Bereich sind, das ist klar, die müssen ja irgendwo in der gleichen Branche tätig sein, 60% muss so kompensiert werden. Und ich habe es vorher gesagt, aber vielleicht nicht deutlich genug, über die 60% haben wir lang diskutiert. Eben die Share war sehr gross, 0, 100 und irgendwo hat man sich dann bei diesen 60% gefunden. Und für den Luftdienst, die Zivil, die vielen Sachen, da der Luftpolizeidienst. Genau. Ja, wir haben ja überall Polizei, sei es auf der Strasse, auf dem Wasser und auch in der Luft. Aber am Boden macht das grossmehrheitlich Kantone. Die Kantone haben ihre eigene Polizei. In der Luft ist die Aufgabe beim Bund, bei der Armee. Die Armee ist für diesen Teil in der normalen Lage für die Kontrolle vom Verkehr in der Luft, also von diesen gut 1 Million Bewegungen, die wir im Jahr, ich sage jetzt immer vor Corona, hatten, ist sie zuständig, dass dort nichts passiert, dass ähnlich wie auf der Strasse, dass die Verkehrsregeln, die gelten, eingehalten werden. Und wenn man merkt, dass man sie nicht einhält, dass man die kann durchsetzen und dann wie eine Art büssen. Man kann es wirklich eins zu eins mit der Polizei vergleichen. Nur, dass die Aufgaben von der Armee und von unserer Luftwaffe wahrgenommen werden. Elias Kohler, ich habe zwar eigentlich eben nicht unbedingt das Pilotenfrage, sondern mehr auch so staatsrechtlich gefragt. Die 6 Milliarden, die sind ja, gehen ja hin wie her ins Militär. Genau. Wieso tun wir eigentlich alle paar Jahrzehnte überhaupt abstimmen über die Flüger, aber nicht
über Polizeiauto, über Führerauto. Wieso kommt das immer zur Abstimmung? Das ist ja einfach ein Bundesbeschluss. Ist ja nicht jeder andere Bundesbeschluss, wird ja nicht dem Volk oder auch nicht einmal zwingend am Referendum unterstellt. Warum ist das eigentlich da immer der Fall bei den Flügern? Ja, bei den Flügern, das ist wirklich eine spezielle Sektion, wenn man so will, jetzt im Rahmen von der ganzen Armee. Also wir tun wirklich über diesen Bereich abstimmen, zum Teil wirklich weg der Kosten, die damit entstehen. Und das ist jetzt eine Frage, die ich auch noch nicht beleuchtet habe. Da hätte mir der Hans dann auch noch können, vielleicht kommen mit dieser Frage. Mit der Anschaffung ist es dann nicht getan. Oder die müssen dann auch noch unterhalten werden, die Flüger. Und dort haben Sie vielleicht auch schon ganz verschiedene Zahlen gehört. Das sind dann so die wiederkehrenden Kosten, die dann kommen, wo auch ganz unterschiedliche Zahlen umgereicht werden. Da geht von 18 Milliarden den Gesamthaft bis 24 Milliarden. Aber dort ist zum Teil das Thema, dass man wirklich jeder Unterhalt und jeder Lohn von jedem Mechaniker, der dann irgendwann bei dem Flüger sich quasi muss betätigen, noch einpreisen. Also das ist eigentlich das Gleiche, wenn Sie würden einen Schulhausneubau müssten Sie abstimmen in der Gemeinde aussen und Sie würden den Lohn von jeder Lehrperson für die nächsten 30 Jahre auch noch in die Vorlage einpacken. Und aus dem Grund, weil das eben auch weitere Kosten auslöst, ist das jeweils so auch dem Volk vorzulegen. Also das hat man müssen zwingend im Referendum unterstellen? Das hat man müssen im Referendum unterstellen, korrekt. Mein Name ist Louis Hüppi, ich hätte eine Frage aus sicherheitspolitischen Sachen. Nehmen wir an, die Abstimmung wird abgelehnt. Was bietet denn die Armee, die müssen ja eine gewisse Tendenz haben, was würdet ihr denn nachher vorschlagen? Einfach nichts machen, das kann die Armee gleich nicht. Ja, man sagt der Armee, sie denkt immer in Varianten und man präsentiert alles in drei verschiedenen Varianten. In diesem Fall ist es wirklich so, man hat keine. Also es gibt keinen Plan B. Wie auch Susanne in ihrem Referat gesagt hat, die Armee ist ein gesamtes System. Jedes Teil braucht das andere, damit die Armee zugunsten von der Schweizer Bevölkerung kann unterstützen kann, im schlimmsten Fall das Land verteidigen. Wenn man ein Teil jetzt rausnimmt, dann geht das Konstrukt nicht mehr auf und man muss das frisch überlegen. Man muss, was ist denn eine Sache von der Politik, um zu sagen, wie man die Armee frisch gestalten will. Es ist, wie ich vorher gesagt habe, das hat auch der Oberst Merz auch in seinem Rundschau-Interview klar gesagt, es ist jetzt die Ausgangslage, man hat eine Verfassung, dort steht drin, was die Armee muss machen, aber man nimmt ihr allenfalls die Raketen weg, um auf den Mond zu fliegen. Also man sagt, ihr müsst auf den Mond fliegen, aber das Mittel dazu geben wir euch jetzt nicht mehr. Und das ist eine schwierige Ausgangslage. Und dann, wenn das sollte eintreffen, ja, dann muss man sich grundlegende Gedanken machen, aber auch wie die Bundesrätin gesagt hat, ein Plan B existiert in dem Fall jetzt mal nicht. Das ist eigentlich schade, weil die Armee hat sonst immer einen Plan B und C. Also, sie muss es haben, weil sonst kann sie nicht existieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist Finanzen. 6 Milliarden sagt man höchstens. Wie kommt man zu dieser Zahl? Ich meine, man kann vielleicht dann Luxusflügerposten oder man kann einen Flügerposten, der den Auftrag auch erfüllt. Also vielleicht gerade Stichwort Luxusflüger. Ja, Luxus bedeutet ja überflüssig. Und das ist der Flüger oder jetzt auch die neuen, die wir werden beschaffen, definitiv nicht. Wir haben sicher einmal im Tag findet Kontrolle statt und alle Wochen im Schnitt haben wir einen Einsatz. Also es braucht die Flüger. Die sind nicht wegen, weil sie die Luftwaffe gut finden oder cool finden, da irgendwie umeinander zu fliegen. Sie sind notwendig für den Luftverkehr, für die Regeln vom Luftverkehr und deren Durchsetzung. Und zweitens, alle anderen Länder um uns herum beschaffen ähnliche Modelle oder sind dran, um solche Modelle zu beschaffen. Von dem her kann man wirklich nicht sagen, dass man die nicht braucht, weil es ist das Ziel,
dass man ja unsere Souveränität schützt. Und die kann man nur schützen mit einem gleichen Mittel, wo wenn ein anderes Mittel kommt. Aber wenn man will, oder wenn einem das gleich ist, wer halt über uns drüber fliegt, um irgendwie eine Kampfhandlung zu machen, ja, dann braucht es wahrscheinlich keine Luftwaffe oder keine Flüger. Aber ich will nicht, dass wir nicht selber bestimmen können, wer drüber fliegt und wer in unseren Luftraum eintreten tut. Und darf ich dir das Wort geben, vielleicht zum zweiten Punkt? Aber das ist ja die Frage der Alternativen. Oder? Die haben wir sehr, sehr intensiv diskutiert, beziehungsweise die wird jetzt auch im Abstimmungskampf, zu Recht, finde ich, sehr intensiv diskutiert. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele genannt von eben leichteren Flugzeugen, Kampfhelikopter und so weiter. Und da sagen uns die Expertinnen und Experten, dass die nicht in der Lage sind, auf Augenhöhe, das ist auch, was du jetzt gesagt hast, wirklich können diesen Bedrohungen zu begegnen. Die sind zum Teil sind die einfach zu wenig schnell, die können zu wenig hoch fliegen. Und von dem her gesehen, da müssen wir uns ein Stück weit, eben wir sind kein, also mit Ausnahme, wir haben einen Kollegen, den Herr Hurter von der SVP, der hat Fachwissen. Wir haben das sonst nicht. Also da müssen wir uns natürlich auf die Evaluationen verlassen. Da gibt es ganz dicke Berichte, wo ganz klar die Kriterien aufgelistet sind, die so ein Flüger muss können, was der muss mitbringen. Und gestützt auf diese Vorevaluationen ist die Zahl entstanden, die 6 Milliarden. Vielleicht noch ein Hinweis auch zu den Drohnen, die jetzt immer genannt werden. Aber wenn man anschaut, welche Länder das Drohnen einsetzen, dann sind das Länder, die eine Angriffsarmee haben. Und mir ist nicht bekannt, dass unsere Schweizer Armee so aufgestellt ist, sondern wir sind eine Verteidigungsarmee. Und für das brauchen wir primär Mittel, wo wir uns verteidigen können. Mein Name ist Irmgard Gruber und ich habe eine Frage an Frau Vincent Stauffacher. Ich gehe ganz am Anfang zurück. Und Sie haben gesagt, es wäre wichtig, dass die Frauen mehr stimmen. Ich beziehe es jetzt speziell auf diese Abstimmung. Und ich denke, ich sage es jetzt ganz simpel, das Thema Flüger ist nicht jedermann gegeben. Habt ihr da irgendetwas gemacht oder wollt ihr etwas machen, um die Frauen ein bisschen aufmuntern für das Thema? Ja, es ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar ist die Grippenabstimmung, die hat man ja nachher, das ist die Abstimmung, die verloren gegangen ist, die hat man nachher analysiert und hat gesehen, die Frauen haben es entschieden. Die Frauen sind entweder gerne nicht gegangen, weil es eben nicht so ein Thema ist, wo einem nahe ist, offensichtlich. Oder wenn sie gegangen sind, haben sie eher nein gestimmt. Die jetzigen Befragungen macht man ja immer so, jetzt fast im Wochentakt, seit etwa 64% der Männer, stand glaube ich, vor ein paar Tagen, sagen ja zu dieser Vorlage. Und bei den Frauen sind es nur knapp 50%. Also da haben wir einen rechten Unterschied. Und darum haben wir dann von der FDP Frauen Schweiz aus gesagt, weil wir haben die Parole schon gefasst für ja, da wollen wir jetzt ganz frauenspezifisch noch gehen. Und wir haben jetzt uns für so eine digitale Kampagne entschieden, wo ich zusammen mit den Nationalratskolleginnen für ein Jahr Werbung tue. Insbesondere Facebook, Twitter, so diese Geschichten. Und dann ist die Offiziersgesellschaft und die FDP-Frau vom Kanton St. Gallen auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mitmachen würde, jetzt noch spezifisch auf unseren Raum hier, für so ein Video, wo ich dann sehr gerne zugesagt habe. Und das sind unsere Bemühungen, um wirklich spezifisch Frauen ansprechen. Sie haben vielleicht auch gemerkt, wir haben nicht von Kampfflugzeugen geredet, sondern wir reden von Luftsicherheit. Es ist eben auch eine Art von Wording, also was sagt man? Und Kampfflugzeug ist wahrscheinlich eher etwas, wo technisch affine Leute, und da würde ich jetzt gerne irgendwie sagen, das sind die Frauen nicht, aber es sind doch mehrheitlich Männer, die sich da dann vielleicht eher damit identifizieren können. Uns geht es darum, den Fokus auf die Sicherheit zu legen. Aber ich denke, das beste Beispiel haben wir jetzt auch hier, dass wir doch zwei Frauen präsentieren dürfen, die das vertreten. Ich denke, mit der
Major Elisabeth Stadelmann-Meyer als Präsidentin von der Offiziersgesellschaft vom Kanton St. Gallen, die hierher steht und sagt, jawohl, ich stehe dafür ein. Unsere Nationalrätin Susanne Vincent Stauffacher, die hierher steht und sagt, jawohl, ich stehe dafür ein. Ich denke mir, besser können wir das gerne so vertreten, dass auch die Frauen hinter dem Projekt stehen. Eben, mein Name ist Christoph Gressbach. Susanne, ich habe eine Frage. Ja. Es wird ja nachher jedes Jahr um einen Prozentsatz das Militärbudget erhöht. Genau. Ist das eigentlich fix? Ist das irgendwie verbunden mit diesen 6 Milliarden? Nein, es ist mit den 6 Milliarden nicht verbunden, aber es gehört zum grossen Plan. Ich sage es mal, es ist ja immer alles Teil von einem grossen Plan. Und du sagst das ganz richtig, oder? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Betriebskosten, die ja dann getragen werden müssen. Und dort ist es so, dass wir ja immer wieder über das Militärbudget abstimmen. Und wir haben, wenn wir jetzt die ganze Beschaffung anschauen, sind die 6 Milliarden, dann habe ich auch erwähnt, es sind noch 2 Milliarden von der bodengestützten Luftverteidigung. Und dann sind auch noch 7 Milliarden für die sonstigen Teile der Armee. Also es kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt uns nur auf die Flüge fokussieren und alles andere verlottern lassen. Das geht auch nicht. Also reden wir schlussendlich etwa von 15 Milliarden. Und im Armeebudget sind aktuell ist immer 1 Milliarde pro Jahr eingestellt. Oder? Und wenn wir jetzt die 10 Jahre anschauen, dann gibt das 10 Milliarden. Und für das tun wir jedes Jahr um 1,4% das Armeebudget. Jetzt muss ich ein bisschen spicken mit den Zahlen. Das Armeebudget erhöhen. Genau, das ist richtig. Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass man davon ausgeht, bei dem Wachstum von 1,4%, dass das am normalen Wachstum vom Bundeshaushalt entsprechen soll. Genau. Also, dass man nicht der Armee 1,4% dazu gibt und den anderen weniger, sondern dass alles so in diesem Rahmen wachsen sollte. Mein Name ist Kellenberger Marc. Ich finde es super, was ihr hier macht, muss ich mal sagen. Danke. Ich hätte noch ein paar Tipps, eben, um auch gerade die Frauen ins Boot zu holen. Der meteorologische Dienst von der Armee, der leistet sehr viel dazu, dass wir auch einmal wandern können. Dass wir dort etwas dazu haben, der unterstützt den Zivilmeteorologischen Dienst. Und auch das Kartenmaterial, das wir mitunter das Beste auf der Welt haben, wird durch die Luftwaffe gemacht. Dann ein Input. Es geht um einen Grundsatzentscheid, ob wir die Flüger wollen oder nicht. Und da möchte ich an Frau Vincent Stauffacher das Wort richten. Lassen Sie sich einfach nicht in Details verheddern. Dass man jetzt da noch wieder auf die Diskussion kommt, ja, welche nehmen wir denn? Sondern einfach einmal, jawohl, wir wollen einen, dass wir das haben. Dann lassen Sie mich den Vergleich noch machen, die Armee. Die Armee ist wie ein Haus ohne Dach, wenn wir keinen Flüger haben. Man kann zwar drin wohnen, aber man ist nicht vollumfänglich geschützt. Und am Schluss noch, Sie haben beide betont, dass eben die Souveränität der Schweiz im Luftverkehr sehr wichtig ist. Und da müssen Sie mir den Seitenhieb jetzt entschuldigen. Ich hoffe, dass Sie die Einstellung bei der BGI dann immer noch haben. Danke. Gut. Darf ich da mit dem Haus, da finde ich ein schönes Bild, das würde ich gerne übernehmen. Ich muss mir Ihren Namen dann noch aufschreiben, ich würde Sie natürlich dann immer zitieren. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Schluss von dieser Veranstaltung, um eine wichtige Abstimmung am 27. September. Für mich ist noch etwas anderes zusätzlich wichtig in dieser Flügerbeschaffung. Die Diskussion geht immer darum, lange 30 oder 40 Flüger oder nicht. Und vermutlich sind wir alle darin einig, dass 30, 40 Flüger nicht langen. Wenn wir aber die 30, 40 Flüger nicht beschaffen, dann werden wir das gesamte technologische Know-how, was Logistik, was Unterhalt, was Flugtechnik anbelangt, werden wir verlieren. Wir haben keine Chance, innerhalb von nützlicher Frist eine Luftwaffe weiter auszubauen für den absoluten Katastrophenfall. Also wenn wir die Flüger jetzt nicht beschaffen, dann verlieren wir alles, was Know-how anbelangt. Und darum ist es für mich außerordentlich wichtig, dass wir am 27. September Ja sagen zu dieser Flügelbeschaffung.